Dorothee Bär hat das Wort für die CDU-CSU-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren, endlich war das Wort, das ich von jeder und jedem gehört habe und zugerufen bekommen habe, der von unserem Antrag erfahren hat. Weil es herrscht ja parteiübergreifende Einigkeit darüber, dass wir dieses Thema anpacken müssen. Das hat der einstimmige Beschluss im Petitionsausschuss gezeigt. Und Manfred Todenhausen, ich weiß nicht, ob Sie jemals so oft zitiert wurden wie heute, aber ich habe tatsächlich Ihre Rede nicht nur heute Mittag, sondern auch noch mal nachgeschaut im Parlaments-TV und muss sagen, Ihre Rede, bitte noch mal an alle, zeigt, dass heute das gesamte Parlament auf unserem Antrag dringend zustimmen muss. Das haben Sie heute bewiesen. Ganz herzlichen Dank, Herr Todenhausen. Und ich darf mich auch, wie es jetzt auch alle heute hier getan haben, aber aus viel mehr Überzeugung als die, die das bislang getan haben, mich bei der selbstständigen Tischlermeisterin Johanna Röhr bedanken, die natürlich mit ihrer Petition mit 111.794 Unterstützerinnen und Unterstützern das Thema aus der gelebten Praxis heraus gepusht hat. Ich darf aber auch, weil Sie haben es ja nur geschafft, ein bisschen zu klatschen, ja, als vorgelegt haben Sie ja nichts, ich darf aber auch ganz herzlich meiner Kollegin Gitta Connemann danken, die heute auch zu dem Thema gerne gesprochen hätte, die gemeinsam mit Kolleginnen wie Silvia Breer das Ganze übrigens auch schon im letzten Jahr auf dem CDU-Bundesparteitag hatte, die leider jetzt gerade im Krankenhaus liegt. An dieser Stelle, Gitta, gute Besserung. Und du bist auch eine der Maßgeblichen, die sich für dieses Thema eingesetzt haben. Schon mal alles, alles Gute für dich an dieser Stelle. Die Vereinbarkeit von Beruf und Familie, es ist unglaublich, dass ich einer Kollegin alles Gute und Gesundheit wünsche. Also Ihre Rede, Sie haben ganz schön viel Meinung für so viel Arbeitsverweigerung. Das muss man mal wirklich ganz deutlich sagen an dieser Stelle. Und auch die Kollegin Larkamp, als Kollegin Larkamp sich hier hinzustellen und zu sagen, es ist verfrüht und unnötig. Das ist doch ein Schlag ins Gesicht für 111.794 Leute, die unterschrieben haben. Wir machen was. Sie machen doch gar nichts an dieser Stelle. Das ist genau wie das Gleiche, wie einige sich hingestellt haben und gesagt haben, während Corona klatschen reicht. Nein, es reicht nicht. Sie regieren doch gerade. Sie werfen unserem Antrag vor, er würde Ihnen nicht genügen. Wir würden ja gern über einen Antrag oder einen Gesetzentwurf von Ihnen diskutieren. Die gibt es aber nicht, diese Anträge. Die einzige sinnvolle Rede bislang war von Kollegin Melanie Bernstein, und ich darf auch die Punkte noch mal hier wiederholen, die sie angesprochen hat, dass eben bei Schwangerschaft, bei Geburt auch dazu geführt wird, dass Erwerbstätigkeit ausgesetzt wird, eingeschränkt wird. Der Kollege Todenhausen hat als selbstständiger Handwerker auch noch mal auf aufs Handwerk hingewiesen. Ich möchte auch noch mal auf die Start-ups hinweisen. Und natürlich ist es gut, dass es diese Petition gibt, aber das bedeutet doch, dass es nicht reicht, sich hier hinzustellen und zu sagen, wir finden das alles toll, aber wir machen eben nichts an dieser Stelle. Wir müssen zu Verbesserungen kommen, aber es macht niemand in dieser Bundesregierung. Und wir haben als CDU-CSU-Bundestagsfraktion den Antrag aufgesetzt, um Sie auch zu bitten, jetzt zu handeln, eine parlamentarische Diskussion zu führen, damit Sie nicht nur diese Ankündigungskoalition sind. Unser Antrag enthält konkrete Forderungen, die die Rahmenbedingungen für Selbstständige verbessern, um Mutterschaft und Unternehmertum unter einen Hut zu bekommen. Und im Gegensatz zu den Ankündigungsweltmeistern der Bundesregierung gehen wir eben voran. Also sparen Sie sich da Ihre Luft für Zwischenrufe. Wir hatten am 26. September 2022 in der öffentlichen Sitzung des Petitionsausschusses hat die Regierung verkündet, 26. September 2022, Zitat, Regierung, sie arbeite intensiv an einer Lösung für das Problem des fehlenden Mutterschutzes bei Selbstständigen. Konkret waren es, und ich bin dankbar, dass Sie beide da sind, die parlamentarischen Staatssekretärinnen Ekin Deligöz und Franziska Brandner, die beide versprochen haben im September letzten Jahres, sie wollen intensiv an einer Lösung mitarbeiten. Und jetzt, Ironie des Schicksals, 9 Monate später, ja, genauso lang wie eine Schwangerschaft dauert, schauen wir mal, was dabei rausgekommen ist. Und es ist nichts dabei rausgekommen an der Stelle. Es
kommen ja noch zwei Kolleginnen und vielleicht können Sie es uns ja auch noch mal sagen, wenn Ihnen was bekannt ist. Vielleicht haben Sie einen Geheimantrag in der Schublade, einen Gesetzentwurf in der Schublade von der FDP. Frau Kollegin, möchten Sie eine Zwischenfrage zulassen? Nein, möchte ich jetzt nicht, danke. Die FDP sagt, sie engagieren sich ja so gerne und es sind ja auch einige Kolleginnen da, die heute auch nicht sprechen dürfen bei der FDP, aber für schöne Insta-Stories und Reels hat es gereicht. Unterstützung, Unterstützung, Unterstützung. Aber hier wird nichts vorgelegt und deswegen kann ich nur sagen, und ich sage das auch an alle, die unterschrieben haben, schauen Sie jetzt mal genau, wie heute abgestimmt wird, ob wirklich nur geklatscht wird oder ob gearbeitet wird. Die CDU-CSU-Bundestagsfraktion ist wenigstens an Ihrer Seite. Ganz herzlichen Dank.